heiße Fähchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Oh nein. Scheiße. Wir müssen wir miteinander reden? Ich habe echt Angst, mit Amanda zu reden. Denn wir haben es beim letzten Mal gehört, die einzige positive Stimme, die einzige Rettung. Der Android, der wichtig ist. Um sie alle zu retten, ist selbst ein Aufweichler. Ja, willkommen zurück. Hallo Amanda. Nach den Geschehnissen heute steht das Land vor einem Bürgerkrieg. Die Maschinen erheben sich gegen ihre Meister. Die Menschen haben keine Wahl, als sie zu zerstören. Ich dachte, Kamsky wüsste etwas. Ich lag falsch. Vielleicht stimmt das. Aber du hast nicht gefragt. Da war ein Foto von Amanda bei Kamsky zu Hause. Sie war seine Lehrerin. Als Kamsky mich entwarf, wollte er ein Interface, das ihm vertraut. Amanda ist ein Androide? Er sich für seine Mentorin. Worauf willst du hinaus? Warum hat Kamsky Cyberlife verlassen? Was ist passiert? Das ist lange her, Connor. Es betrifft deine Untersuchung nicht. Ich bin nicht einzigartig, nicht wahr? Wie viele Connors gibt es? Ich erwarte von dir, dass du Antworten findest, Connor. Und dass du keine Fragen stellst. Hast du in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches erlebt? Zweifel oder Konflikte? Nein. Empfindest du etwas für diese Heuchler? Oder für Lieutenant Anderson? Nein. Ich weiß nicht, worauf sie hinaus wollen. Ich fühle gar nichts. Sehr gut gerettet. Das wissen Sie. Wollen Sie etwa andeuten, dass ich gefährdet bin? Nein. Nein, natürlich nicht. Gott sei Dank. Wir haben... Also ich habe offiziell gelogen. Das ist die Frage, hat doch er gelogen. Ihr seid raus. Das FBI übernimmt. Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit. Hank, ich bin sicher... Du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr. Das ist ein scheiß Bürgerkrieg. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen. Wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Er mag Connor. Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Und der Android geht zurück Nein. auf Cyberlife. Tut mir leid, Hank. Es ist vorbei. Nein. Wegen der Beziehung ist uns ein Reden mit Hank. Okay. Wir müssen. Es muss eine Möglichkeit geben. Irgendwas. Irgendetwas. Es muss irgendetwas geben. Wir können nicht einfach aufgeben. Ich weiß, wir hätten den Fall lösen können. Du gehst also zurück zu Cyberlife? Ich habe keine Wahl. Man wird mich deaktivieren und mein Versagen analysieren. Was, wenn wir auf der falschen Seite sind, Was? Connor? Was, wenn wir gegen Menschen kämpfen, die bloß frei sein wollen?
Wir stehen auf Nein. der richtigen Seite. Oh, Scheiße. Menschen haben uns erschaffen. Sie sind unsere Meister. Keine Maschine sollte ihren Schöpfer bekämpfen. Als du den Androiden nicht töten wolltest, dabei Kamsky. Oh, bitte lass mich nochmal. Du hast dich in sie hineinversetzt. Du hattest Mitgefühl, Connor. Mitgefühl ist eine menschliche Emotion. Unruhig. Ich weiß nicht, wieso ich es tat. Vielleicht kann ich das nicht beurteilen, aber Sie sind ein hervorragender Polizist. Und ein guter Mensch. Na, sieh mal an, da kommt Perkins, das blöde Arschloch. Sie verschwenden keine Zeit beim FBI. Wir können nicht aufgeben. Die Antwort liegt irgendwo in den gesammelten Beweisen. Wenn Perkins sie mitnimmt, ist es vorbei. Wir können nichts tun. Du hast Fowler gehört. Wir sind raus. Sie müssen mir helfen, Lieutenant. Ich brauche mehr Zeit, um in unseren Beweisen einen Hinweis zu finden. Ich weiß, dass die Lösung vor uns liegt. Hör zu, Connor. Wenn ich den Fall nicht löse, wird Cyberlife mich zerstören. Ich will nicht, dass er zerstört. 5 Minuten. Mehr will ich nicht. Wir haben 5 Minuten. Der Kellerschlüssel liegt auf meinem Tisch. Und beeil dich, ich kann sie nicht ewig aufhalten. Komm schon! Kamerasicht! Meine Güte! Wo muss ich hin? Perkins, du verdammter Schwanzloch! Los, los! Mach schon, schneller! Renn doch! Connor, renn doch einfach mal! Hey, Connor! Ich rede mit dir, Arschloch! Wo willst du hin? Hey, Arschloch, ich rede mit dir! Lauf einfach! Was? Hanks Passwort. Was würde sich ein knallharter, exzentrischer Polizist aussuchen? Der Name von seinem Hund. Ne, sein Passwort ist scheiß Passwort. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, das ist alles an Beweise, was wir haben? Jericho. Die Antwort ist hier irgendwo. Die Zeit. Mach schneller. Tracy's aus dem Bienenclub. Wollten Sie auch nach Jericho? Wussten Sie, wie Sie es finden? Oh mein Gott. Der Abweichler, der das Kind als Geisel nahm. Funktionsfähige Biokomponenten. Sexy, oh mein Gott. Diese Scheißskulptur. Markus. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns frei zu machen. Ich will. Markus. Wo versteckst du dich? Nix zurück. Das gibt's doch nicht. Die Wahrheit ist innen. Die Wahrheit ist innen. Was wollte er mir sagen? Ich weiß es nicht. Was ist das für ein Tagebuch?
Das gibt's doch nicht. Du kannst teilen, aber es ist nutzlos. Es ist verschlüsselt. Okay, komm. Wir haben nicht viel Zeit. Einer der Abweichler, die mit Markus den TV-Sender gehackt haben. Er muss das Versteck der Abweichler gekannt haben. Was benötigst du? Was ist benötigt wird? 3983V. 3983V. Ja, okay. Hab ich die 3983V schon? 3983V, da ist es. Nimm so. Sorry. Ich fange jetzt mit ihm an. So, red mit mir. Los. 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 Mein, kommt schon. Es ist dunkel. Wo? Red da mit mir. Wo bin ich? Red da mit mir. Ich habe dich reaktiviert, damit du mir hilfst. Ich muss Jericho finden. Ich kann deine Stimme nicht erkennen. Du bist keiner von uns. Ich verrate dir nicht, wo Jericho ist. Jetzt lass mich in Ruhe. Bitte. Scheiße. Der Android, der seinen Besitzer ermordete. Reaktivierung unmöglich. Scheiße. Okay. Vielleicht diese Tracy. Ich war zu böse. Keiner von denen mag mich. Aber bei ihr ist auch keine Reaktivierung unmöglich. Okay, was brauchst du? 6755W. Nimm. Nimm's und setz es ihr ein. Rede mit ihr. Tracy. Wo ist Tracy? Tracy ist nicht weit weg. Ich bring dich zu ihr. Aber zuerst musst du mir sagen, wie ich Jericho finden kann. Ich erinnere mich. Nein, bitte. Wir hätten fliehen können. Frei sein. Du hast uns getötet. Mist. Vier, sieben, eins, sieben, G erforderlich. Scheiße. Es muss doch irgendwie möglich sein. Du hast gelogen, Connor. Ich hab dir vertraut und du hast gelogen. Du hättest das Kind umgebracht. Ich hatte keine andere Wahl. Ich muss Jericho finden. Weißt du, wo es ist? Du vergeudest deine Zeit. Ich weiß nichts über Jericho. Nein. Aber ich hoffe, du wirst doch für deine Taten bezahlen. Wird er. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Ich hab hier nichts mehr. Ich hab nicht alle Beweise. Und deswegen... Das
Das muss doch irgendwie fallen. Wir kommen hier raus. Wir werden frei sein. Ich versprech's. Sag mir, wo Jericho ist. Gib mir deine Hand. Bitte. Bitte. Wir müssen Jericho finden. Ich will nicht sterben. Ich will nicht, dass Connor stirbt. Tracy? Hm. Was passiert hier? Es tut mir leid. Davon träume ich, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Tun Sie das nicht, Gavin. Ich weiß, wie man die Abweichler stoppen kann. Du bist raus. Und jetzt mache ich es endgültig. Nein! Er hat mich angeschossen. Was ist hier passiert? Hier hat wohl jemand rumgeschnüffelt. Scheiße. Drück den Alarm, schnell! Das geht alles so schräg. Oh mein Gott, was hab ich nur getan? Oh mein Gott, Leute, was haben wir gemacht? Oh, wir hätten also ich schätze mal, hier hätten wir den Kampf verlieren können. Dann wären wir jetzt auch endgültig tot. Keine Ahnung, vielleicht wären wir vorher mit dem... Ja, wir sehen, wir haben einige Sachen schon in den Tatorten nicht gefunden. Also wenn wir da... Oh, wir hätten mit Gavin reden können und ihn vielleicht davon abhalten können, in den Keller zu gehen. Mit mehr Beweisen wäre man vielleicht auch schneller zum Ergebnis gekommen, aber wir haben das Ergebnis. Wir wissen jetzt mit Connor, wo Jericho ist. Jericho ist eigentlich selbst ein Abweichler, also warum will er die Androiden aufhalten? Es ist manchmal sehr schwer, mit den Kommentaren, die da stehen, oder mit den Schlagwörtern dann die richtige Antwort zu finden. Aber, Leute, es wird spannend. Es wird so richtig spannend, jetzt auf die letzten Meter. Ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.